Hey Leute, ich bin's Benny vom Aquapuristenkanal und wie versprochen soll es mal ein Update zu den IBCs hier draußen geben. Ich habe mich allerdings dazu entschieden, für einige Projekte, sage ich mal, einzelne Videos zu machen. Deswegen jetzt der grobe Überblick. Wir gehen einfach einmal komplett rum. Wie sieht's so aus nach dem Winter? Was hat sich da getan? Ich denke, wir fangen einfach mal hier hinten an. Das ist ein IBC. Da ist braune Brühe drin. Den habe ich halb leer gemacht, um dort Weidenruten zu lagern. Die durften dort Wurzeln bilden und sind jetzt eingepflanzt in einem schönen Weidenzaun. Hat sich dann schon einiges aus diesen Weidenruten gelöst. Und jetzt haben wir halt hier so eine Art Weidenblätter-Sud. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Da sind jede Menge Mücken unterwegs. Also ich gieße hier regelmäßig draus, weil ich denke, das ist guter Dünger. Und das wird mehr oder weniger Stechmückenzuchtanlage. Bisher sehe ich allerdings noch keine Eipakete, auch wenn viele Mücken schon hier rumfliegen. Nächste IBC. Wenn man hier so reinguckt, ihr seht, es sieht leicht trüb aus. Allerdings ist das Wasser total klar. Und da drin schwimmen, ja, Volvox nennt sich das. Das ist so eine Kugelalge. Kleine Kolonien von einzelligen Grünalgen quasi, so kugelige Dinger, die also quasi an der Grenze zur Mehrzelligkeit sind. Die sehen ganz witzig aus, wenn man sich die mal unter dem Mikroskop anguckt. Dann kann ich vielleicht irgendwann mal machen. Falls ihr das wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Hier ist ansonsten nicht viel los. Blasenschnecken sind da drin. Ich habe schon einige größere Libellenlarven auch gesehen, also größer von kleinen Libellen, aber schon in der Größe, dass ich hier jetzt nicht unbedingt neue Fischlarven reinsetzen würde. Das ist übrigens, weiß nicht, hier sieht man das noch, da hinten haben sich die Channas ein Nest gebaut im Winter oder im Herbst. Genau, also hier hätte ich jetzt erwartet, dass die alles komplett leer gefressen haben. Und tatsächlich gibt es auch recht wenig hier drin. Wie gesagt, nur Blasenschnecken und ein paar wenige von diesen Libellenlarven. Hier sieht es ganz genauso aus. Da war das Channa-Versteck. Auch hier wieder diese Volvox-Algen. Ganz wenige Mückenlarven, die man hier so sieht. Werden wir nachher noch ein paar mehr von sehen. Also so im Verhältnis haben die Channas hier ganz gut aufgeräumt. Auch sonstige Rückenschwimmer oder sowas. Das hatte ich eben nicht gesagt in diesem, ich sag mal, Grützebecken da vorne. Da habe ich schon wieder ein paar Rückenschwimmer gesehen. Die müssen da reingekommen sein jetzt. Nächstes Becken sieht ähnlich aus. Gut durchgewurzelt hier von diesen Weiden. Die treiben auch schön wieder aus. Hier haben wir allerdings auch schon erste Algenbewegungen und auch erste, ja, wie soll ich sagen, Bewegungen von Schnecken und diesen Libellenlarven. Weiter geht's. Hier, diesmal, da seht ihr jetzt den Unterschied, hoffe ich. Das hier sind jetzt keine von diesen kugeligen Algen, sondern das sind wirklich Schwebealgen hier drin. Also es ist einfach nur komplett grün, dieses Wasser. Also komplett anderer Algentyp. Und dann hier jetzt ein krasser Vergleich. Hier sind auch Algen drin, allerdings nur auf dem Grund und auf irgendwelchen Oberflächen. Da sieht er das wahrscheinlich ganz gut. Da sind solche fädigen, kriege ich mal hier rausgezogen, hier so ein fädiges Zeug, Fadenalgen. Und da unten, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da sind noch Hornkrautreste, die jetzt wieder anfangen zu wachsen. Und alles, was hier quasi Algenteppich ist, ist halt in den Wurzeln von diesen Weiden drin. Weiter geht's. Auch wieder ein IBC. Hier sind europäische Posthornschnecken drin. Da drüben haben wir eine. Hier seht ihr sie, kriechen hier an der Oberfläche ganz gemütliche kleine braune Viecher. Ansonsten, schaut mal hier, seht ihr das? Total coole Tierchen. Das sind nämlich hier alles Köcherfliegenlarven. Die heißen Köcherfliegenlarven, weil die sich selbst so kleine Köcher bauen. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Hier seht ihr mal, die kleben so kleine Stöckchen. Na, je nachdem, unterschiedliche Arten machen unterschiedliche Köcher. Die haben jetzt so kleine Stöckchen zusammengeklebt, sich da so Höhlen draus gebastelt und wohnen halt da drin. Die sind jetzt schon ziemlich groß, die werden wahrscheinlich bald schlüpfen. Die Köcherfliegen sehen auch ziemlich witzig aus. Die sind jetzt auch überhaupt keine Gefahr. Die sind jetzt nicht irgendwie räuberisch oder so. Im Gegenteil. Die fressen eigentlich Detritus, sprich irgendwas, was hier runterfällt, diese kleinen Stöckchen und was auch immer sie finden. Sind aber eher ungefährlich für, jetzt sage ich mal, Fische. Und Garnelenlarven wahrscheinlich genauso. Hätte ich jetzt wenig Bedenken. Hier sieht man noch die Reste von der Seerose, die hier letztes Mal geblüht hat, letztes Jahr. Alles auch voll von
Algen. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel eine Tellerschnecke aus diesem IBC. Hier ist noch eine. Sind ja auch die Urahnen von den Tellerschnecken, die wir jetzt auch im Shop haben. Hier allerdings voll veralgt und im Shop natürlich schon seit mehreren Generationen sauber an das Aquarienwasser gewöhnt. Und denen geht super. Hier sind auch einige, man will es nicht sehen, das sind Wasserwanzen, nennen die sich. Die haben so eine kleine Luftblase, flitzen da unten drin rum. Und ja, da gibt es auch, die sind auf jeden Fall räuberisch, fressen aber halt ganz, ganz kleine Sachen. Vielleicht ganz frisch geschlüpfte Garnelen könnten eventuell mal Beute werden. Aber auch hier jetzt nichts großartig Gefährliches zu erwarten. Nächstes Becken, hier ganz spannend. Das sind alles die Überbleibsel von den Wasserschlauchpflanzen. Also das ist jetzt hier diese Urticularia vulgaris oder australis. Welches das genau ist, müssen wir mal abwarten, ob es irgendwann mal blüht. Die haben sich hier draußen ganz gut gehalten und werden dann halt so kleine Knubbel und treiben jetzt gerade wieder aus. Man sieht das hier, das ist schon wieder Neuaustrieb. Und ich gucke mal, ob wir irgendwie so einen kleinen Knubbel. Da solche dunklen Spitzen sind das im Prinzip, die überwintern. Die haben jetzt alle schon wieder ausgetrieben. Also das hat gut funktioniert. War überhaupt kein Problem für die Tierchen. Und ihr seht auch da mittendrin wieder Tellerschnecken. Hier unten sieht man sogar bis zum Grund. Hier ist relativ wenig Algenbewuchs. Und auch die Seerose treibt schon wieder aus. In den beiden Speichertanks ist nichts drin. Hier, das sieht mal gut aus. Ich hoffe, ihr seht das in dem Video genauso gut wie ich jetzt hier. Da unten drinnen wachsen wie verrückt diese Hornkrautreste, die ich dort hier wieder reingeschmissen habe und sind mit Fadenalgen komplett überlagert. Auf jeden Fall ganz spannend, würde ich mal behaupten. Also auch bis hier oben hin schon, bis zur Oberfläche gewachsen, alles voller Fadenalgen. Mal gucken, was wir da machen. Ja, was haben wir hier? Alles voll mit Lenma. Zwar diese Wasserlinsen, die so zusammenhängen. Ne? Ihr seht es hier, die haben Wurzeln, die verhaken sich ineinander. Das heißt, man kann die so als Teppich hier rausziehen. Ist irgendwie ganz witzig eigentlich, wenn man das so sieht. So, weiter geht's. Da kommt gerade die Post im Hintergrund. Lasst euch also nicht stören. Hier unten, das war das Ding, dieser Tank, wo wir die Kaudis letztes Jahr drin hatten. Und hier ist auch natürlich alles fleißig umgerührt, voll mit Wurzeln und Algen und sonst was. Aber hier, falls ihr das eben gesehen habt, sind auch weiße Mückenlarven drin. Da unten schwimmt eine, da könnt ihr sie auf dem Video sehen. Und einige Wasserflöhe sind hier ebenfalls zu sehen, die sich auch hier schon, nehme ich mal an, vermehren. Jedenfalls sind da kleine Tierchen, die da auch drin rumhopsen. Also das wird auf jeden Fall wieder ganz fleißig bevölkert hier. So. Jetzt nehme ich ja schon einiges vorweg für das eigentliche Video. Seht es hier rumflitzen? Richtig, das sind die Kardinalfische. Und die haben natürlich hier draußen überwintert. Das hatte ich mich gar nicht getraut, vorher anzukündigen. Aber ich habe von mehreren Leuten gehört, die sagten, ja, wenn der Wasserstand mehr als 80 cm ist, dann lasst die auf jeden Fall draußen. Das bekommt denen gut. Dann kriegen die richtig schöne Farben. Und ich mir die hier so angucke, die sehen auch alle richtig fit aus. Also gerade die Weibchen sind richtig schön dick. Ihr seht die hier einige dicke Tiere drin rumschwimmen. Wie gesagt, da werde ich noch mal ein eigenes Video drüber machen. Ich hätte auch eigentlich vor, die jetzt bald mal anzusetzen. Sprich, wenn die hier hochkommen, wieder richtig aktiv werden. Und die sind jetzt schon seit einigen Tagen, ja, einigen Wochen fast, schon aktiv. Ich hatte ja letztes Jahr mal geguckt, auch mal einige in einzelnen IBC gesetzt. Also hier draußen vermehren, ich habe zumindest nicht viel feststellen können. Also eigentlich habe ich überhaupt keinen Nachwuchs feststellen können. Deswegen wollte ich die jetzt noch mal gesondert ansetzen, einfach nur zum Ableichen und dann hier dürfen sie wieder zurück in ihr verkrautetes Revier. Ihr seht schon, hier ist alles vollgekrautet mit Wurzeln, mit Moos, mit Algen und sonst was. Dementsprechend ist es gar nicht so einfach, die zu fangen. Also stelle ich mir zumindest so vor. Ich weiß, ich habe es ja letztes Jahr einmal versucht. Das dürfte jetzt noch am besten klappen, weil halt hier dieses Hornkraut noch gut zurückgefroren ist. Und ihr seht auch hier am Rand, guck mal, wie schön und dick diese, ich nehme mal eine raus, diese Posthornschnecken sind, aber das sind richtige Klopper hier. Auch die europäischen Posthornschnecken drin. So, und hier haben wir noch das Mischbecken quasi, IBC. Voll mit weißen Mückenlarven, also Kaoberus. Hier unten seht ihr sie wieder. Da schweben sie im Wasser. Habe ich noch einige andere Becken. Und auch dieser hier ist voll mit Nachwuchs von den europäischen Posthornschnecken. Aber genauso mit
einer Mischung aus Algen und verschiedenen Wasserlinsenarten. Hier haben wir auch wieder diese, die so an der Oberfläche ihre Wurzeln verhaken, ja, die sich so gut rausziehen lassen. Und dann haben wir hier am Rand, sieht man das, welche, die unter der Wasseroberfläche wachsen und so zusammenhängen. Die sind eigentlich sogar ganz witzig. Muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht mal welche von isoliert kriege. So, auch hier wieder nichts drin. Dieser ganze Part. Ja, hier ist noch quasi Vorrat. Hier könnten wir noch ein bisschen was machen. Und auch hier, so sieht das aus, wenn es ungeklärt quasi vom Dach runterkommt. Hier sehen wir so richtige Biofilmmatten auf der Oberfläche schwimmen. Das wäre auf jeden Fall spannend, sich das Ganze mal anzugucken. Und das ist im Prinzip genau das gleiche Material. Hier so eine Mischung aus Cyanobakterien, verschiedenen Algen, Pilzen wahrscheinlich auch, alles Mögliche ist da drin. Sowas wäre natürlich genau das, was bei mir auch drin an der Aquarienscheibe wächst, in dem Schannerbecken, wo ich jetzt ja die Spitzschlammschnecken eingesetzt habe, um zu schauen, ob sie das wegfressen. Und da habe ich sehr gute Ergebnisse. Da wird es jetzt auch nochmal ein Update von geben. Hier gibt es witzigerweise relativ viele Eintagsfliegenlarven drin. Wenn ihr das nochmal wollt, dass wir auf die einzelnen Organismen eingehen, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Vielleicht so eine Art Tümpel-Bestimmungskurs. Ja, das ist nicht so ganz einfach zu machen, aber da können wir auf jeden Fall drankommen. Genau. Ansonsten ist hier natürlich auch nichts drin. Ich muss mal wieder einen Stock, hier an der Seite hängt noch der Stock. Der ist aber sowas von, naja, abgebrochen, vermodert, dass hier unbedingt ein neuer Stock rein muss, falls mal wieder ein Vogel meint, baden zu müssen. In diesem IBC ist ebenfalls nichts drin, außer grünes Wasser und natürlich vorbildlich ein Stock. Auch was die Algen angeht, ihr seht, es ist hier grün. Hier kommt auch nicht so ganz viel Licht rein. Dennoch ist es grün, das heißt, wir haben da auf jeden Fall jede Menge Nährstoffe. Ich werde dort auch mal ein paar Wasserflöhe einsetzen, dass die dieses grünliche Algenwasser ein bisschen klären. Und dann denke ich, wäre das hier auf jeden Fall ein möglicher Ansatz für Reisfische, die wir in dem baugleichen Container hier drüben, schaut mal, die Feige ist auch diesmal nicht verfroren im Winter. Und auch hier der Wein kommt wieder. Mal gucken wir mal, zeigt sich gerade jemand? Hatte ich euch ja schon gezeigt, dass hier in dem im Prinzip baugleichen Becken die Reisfische überwintert haben, unfreiwillig. Also ich habe eigentlich alle rausgefangen. Da wird es jetzt dann auch mal Zeit, die bald wieder rauszusetzen, die ich noch im Laden habe. Aber auch da werde ich dann nochmal ein eigenes Video zu machen. Da hatte ich mir ein paar andere Sachen vorgenommen als letztes Jahr. Na, da unten schwimmen sie. Ich weiß nicht, ob ihr sie jetzt seht. Dann könnte ein bisschen dunkel sein. Na doch, so. Müsste man sie eigentlich sehen. Also denen geht es auch gut, die hier draußen geblieben sind. Ich hatte ja gesagt, dass die hier draußen noch deutlich kleiner sind. Und mittlerweile bin ich mir aber relativ sicher, dass die einfach aufgrund der Winterruhe natürlich nicht so wachsen konnten, wie die, die im Teich überwintert haben. Dafür haben die, wenn ich mir das von oben so angucke, einen ganz anderen Glanz jetzt schon als die im Aquarium. Also es gefällt denen offensichtlich hier draußen, auch wenn es kalt ist, ein bisschen Sonne zu kriegen. Ich glaube, das ist auch ganz gut hier in diesen schwarzen IBCs. Das heizt sich natürlich schneller auf als diese anderen Dinger. Der hier steht jetzt auch voll in der Sonne. Der Kollege nebenan natürlich auch. Jetzt habe ich natürlich noch die zwei IBCs ganz vorne vergessen, zu den Garnelen. Auch das werde ich nochmal in einem eigenen Video verpacken. Da ist jetzt nichts Spannendes. Da sieht man auch nichts. Auch da ist ein bisschen weiße Mückenlarven drin und Laub reingefallen. Ich denke, da müssen wir jetzt nicht nochmal extra hinlatschen. So, jetzt komme ich auch mal wieder ins Bild rein. Also ihr seht, es ist noch alles da. Es ist alles mehr oder weniger verwildert. Da gab es jetzt auch keine großartigen Updates im Winter, auch wenn ihr danach gefragt habt, weil da war halt nichts. Es war jetzt nicht so ein starker Winter, dass es ständig durchgefroren wäre. Aber ausreichend, dass öfter mal eine ordentliche Eisschicht drauf war. Eis und dann wieder auftauen, das ist gerade für die Schwimmpflanzen. Ich hatte ja noch ein bisschen Büschelfarn drauf, das ist komplett runtergefroren. Angeblich, dieser Salvinia natans soll ja auch hier heimisch sein, dass es irgendwie so Dauerformen gibt, die dann runtersinken und wieder auftauchen. Da warten wir mal ab, da habe ich bisher noch nichts von gesehen. Und was habe ich jetzt geplant? Na, natürlich habe ich wieder eine ganze Menge geplant. Ich werde auf jeden Fall einige dieser IBCs komplett ablassen und sauber machen. Also sauber machen in dem Sinne, dass ich die groben Algen rauswerfe, das ein bisschen besser bepflanze und mir diesmal auch
etwas überlegt habe für die Wasserbewegung. Und es sind dieses Jahr auf jeden Fall ein paar andere Sachen geplant. Auch ein bisschen mit Abdeckung, dass ich jetzt nicht unbedingt die Libellenlarven mir sofort wieder reinhole. All solche Ideen, die ihr hattet. Danke nochmal an der Stelle für die ganzen Kommentare und Anregungen. Da werde ich dieses Jahr wieder ein bisschen was von ausprobieren. Und ja, jetzt Anfang Mai, denke ich, wird es da weitergehen. Vielleicht jetzt noch die 2, 3 Update-Videos zu einzelnen Themen. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, wirklich neu bestücken, dann nehme ich euch natürlich wieder mit. Ansonsten natürlich, wie immer, Anregungen, Kommentare unbedingt hier unten drunter. Schaue ich mir gerne an und bis zum nächsten Mal. Ciao.